Ihr könntet auch wirklich darauf füllen, wo es Sinn macht. Leute. So gerade die Ecke hier oben. Komm, hüpf da runter und füll die Ecke auf. War klar, dass es so macht. Ah, Mann. Oh, da ist die Ecke schon besetzt. Na, 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 na. Nö, kein Bock. Ich wette, 5 zu 1, die füllen die blöde Ecke als letztes. Das, was sie als erstes füllen sollten, füllen sie als letztes. Ja, die rennen einfach irgendwo da unten hin. Oh, du vielleicht. Na, 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 na. Oh. Nimm alles zurück, er hat's geschafft. Ja, das klappt tatsächlich über die Ecken einigermaßen, jedenfalls hier an der Stelle. Stolz auf euch, Jungs. nicht wirklich, aber ja. Ist besser als nichts. Ja, ist es so schön mit dem geschenkten Gaul. Was ist mit dir bitte? Fletten, was hast du da drüben gemacht? Es ist interessant, wo die rumrennen. Das war nicht weit. Das war zu weit. Und es ist schön, dass es wieder heller ist. So sehe ich besser. Wie es mit den Ecken aussieht.
Ich glaube, wenn man ihn nicht so sieht, dann sind sie etwas klüger. So. Wird ja immer mehr. Ey, der sehr seltsame Schattenwurf, wobei ich das Gefühl habe, das kommt durch die Löcher von den Bäumen hier rum. Kann das sein? Nee, doch nicht ganz. Das hier finde ich halt immer noch am geilsten, wenn ich gewissen Winkel einnehme, dass auf einmal alles grün wird. Ihr seht das doch, hoffe ich mal. Ja, sollte man erkennen können. Dick ist gefüllt. Nein, hier, die zwei fehlen noch. Da kann ich noch eins breiter gehen. Hier kann ich es zum Beispiel nicht. Guckt. Hier wollen sie dann das obere Ding abbauen. Was ich wiederum nicht möchte. Achso, ich dachte gerade, warum ist da der... Also taucht hier ein Kreis auf. Ein Pfeil auf, aber das ist der Pfeil von meinem Cursor. Also ja, schön, dass die Entwickler das eingebaut haben, dass das Ding einen Schatten wirft, was es eigentlich gar nicht sollte, weil es kein physikalisches Objekt ist. Könnte man sich auch fragen, ob das einfach ein Unity-Bug ist oder ob es Absicht ist. Naja. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Noch besser kann es nicht werden. So, dann machen wir es so. Okay. Versuch was wert. Nö, klappt leider nicht. Gerade wird's irgendwie nicht. Wir machen lieber wieder komische Muster. Was ist mit dir? Füllst du vielleicht die Ecke? Nein. Du bringst lieber da runter und füllst irgendeinen random Block. Wie sieht's hier aus?
Oh, hier bricht die Treppe weg. So, du da. Kannst du von hier unten aus nicht das da weghauen? Doch, kannst du. So. Das heißt, der kann weg. So, das wäre dann auch soweit geklärt. Also ich will nicht sagen, aber das gibt mir jetzt gerade einen Zeiger. Danke. Aber hey, guckt euch das an, wir sind fast fertig hier. Ich habe jetzt eine ganz einfache Art, das hier abzubauen. Und zwar werde ich hier die Treppe hinmachen. Wo sie hoch und runter können. Und dann werde ich anfangen, werde ich das abbauen, dass hier die Treppe dann eben ist. Ich werde dann erst anfangen hier, also links und rechts davon, hierhin abzubauen, und zwar bis hoch, links und rechts. Bis hier eben nur noch so ein Steg ist und dann fange ich an, den Steg von oben nach unten abzubauen, bis wir eben bei dieser Treppe angekommen sind. Mal sehen, ob der Plan so funktioniert. Während wir halt hier auffüllen. Also ja, ich werde einmal hier auffüllen, dass wir sozusagen den Bereich abgesteckt haben, und dann werde ich wahrscheinlich so runter auffüllen. So können wir wahrscheinlich das meiste rausholen auch.
Also ja, auch wenn es schon ziemlich zukunftsmäßig geplant ist, meine ich halt hier eine Quarry. Genau, mit der Treppe hier. Oder machen wir noch besser so rum. Ja, und dann eben halt immer so weiter. Also einen hier machen, dann einen hier machen. Bis wir halt hier ankommen. Da die nächste Treppe haben. Ja. Unsere Steinvorräte nehmen wieder zu. Das war zu viel. Machen wir es etwas anders, machen wir es so. Schade, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr in dieser Aufnahmesession, das hier aufzufüllen. Aber wenigstens haben wir das hier schon abgetragen. Und das geht schon wieder los. Sie hauen irgendwo willkürlich was weg. Na gut, ich kann hier runter. Und hier rüber, so. Ja, okay. Ich würde sagen, aber wir speichern dann mal wieder. So. Und dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.